Hallo, liebe Abgefahren-Nutzer. Wir sind hier in Durion. Durion ist ein Spiel, das habe ich schon letztes Jahr auf meinem iPhone gespielt und jetzt gab es vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube es ist eine Woche her, gibt es ein Update, was das Ganze zur Universal-App gemacht hat. Das heißt, wir können es auch auf dem iPad installieren für 1,59 Euro, wer es noch nicht besitzt. Und es ist so ein Wortfindespiel. Ich würde es mit Scrabble vergleichen, allerdings ist es für Einzelspieler. Bevor es losgeht, bekommt man hier eine kleine Infografik, auf welche Sachen man achten muss, was das Ziel des Spiels, welche Regeln gelten. Kann man beim Start anzeigen, muss man aber nicht. Und ja, wir wechseln jetzt einfach mal rein. Hier oben sieht man eine Zeit ablaufen. Wenn die Zeit abläuft, gibt es einen neuen Buchstaben und wir müssen die halt nach unten ziehen, um da Wörter zu bilden. Was mir jetzt gar nicht so leicht fällt, weil ich mit euch reden muss. So, jetzt schauen wir mal. Achso, wenn die Leiste voll ist, dann haben wir ein Problem. Denn dann gilt die Runde als gescheitert. Wir fangen mal leicht an hier mit Buh. Das geht gar nicht. Ich glaube, die Wörter müssen drei Buchstaben haben. Ist ein bisschen schlecht. Gut, das wird jetzt nicht gehen. Es fehlt ein L. Man kann das hier beschleunigen. Und ja. Eine Unke gibt's doch. 40 Punkte und hier unten ist ein Multiplikator. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen, sonst fallen da die Buchstaben weg. Genau so war's und wir kriegen negative Punkte. Der Tag. Wir haben die... dies. Und natürlich klar, jetzt ein Buchstabe wie Q wird bedeutend mehr Punkte bringen. Als jetzt ein I oder ein A, ist bloß ein bisschen schwieriger, so ein Q irgendwie im Wort unterzubringen. Eine List. Man muss sagen, eigentlich die meisten Wörter erkennt Durion. Man muss natürlich darauf achten, dass man die Grundform verwendet und nicht irgendwie welche... gesonderten, ich kann hier nicht reden. Verdammt. Ja. Und Namen gehen zum Beispiel auch. Ja, die Moni haben wir hier. Dann die. Der Ruhm. Und der Multiplikator lädt sich immer weiter auf, wenn wir mehrere Wörter hintereinander korrekt eingeben. Den Timon. So, jetzt mal gucken, wie wir das Q irgendwie wegkriegen. Ah, wer sagt's denn? Quer. Das gibt natürlich Punkte, 65 Punkte. So, wir brauchen mal Buchstaben hier. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Na, und da sieht man, wenn man ein falsches Wort verwendet, kriegt man einen Punkt abgezogen. Genauso wie wenn jetzt die Buchstaben durchgereicht werden. Was auch eine nette Sache ist, wenn ich jetzt schon irgendwas hier aufgezogen habe und das wieder wegkicke, dann kriege ich auch 6 Punkte abgezogen. Genau wie wenn ich Buchstaben nicht verwende und sie dann nach links durchgeschoben werden. Deswegen sollte man sich schon ein bisschen beeilen, zumal man für jedes richtige Wort auch einen Zeitbonus kriegt, um die Runde zu verlängern. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. So. Ja, also wird immer ein bisschen Zeit aufgeschlagen und so kann man weitaus länger als 5 Minuten spielen. Ich glaube, wir können da gleich noch einen Blick in die Highscore-Listen werfen. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal, denn das Spielprinzip müsste eigentlich deutlich geworden sein. So, und hier kann man jetzt, okay, sagen, okay, der Fabian eintragen. Da braucht man natürlich eine Internetverbindung. Und ich bin jetzt auf Rang 11.113. Landesrekorde, könnte man schon sehen, hier der Raimund aus Frankfurt hat da fast 100.000 Punkte erreicht. Er hat 60 Minuten gespielt, also es ist wirklich schon unglaublich. Die weltweiten Rekorde auch alle so um eine Stunde rum. Also da muss man wirklich lange, lange zocken, um da zu solchen
großen Punktzahlen zu kommen. Ich finde, Durion macht Spaß. Die Umsetzung aufs iPad ist okay. Hätte vielleicht den Platz ein bisschen besser nutzen können, aber trotzdem würde ich sagen, wer gerne auf so Gedankenspiele steht, kann für 1,59 mit Durion eigentlich nicht verkehrt machen, zumal es dann auch unterwegs auf dem iPhone spielbar ist als Universal-App.